Also ich denke, ein kleines bisschen wurde jetzt verpasst, wenn auch nicht viel, weil ja, kein Pop-up-Kram. Ich weiß gar nicht, wer soll ich das angucken? Das sind jetzt schon wie viele Teile für diese eine Mission? Was war Obwohl gar das? nichts weiter passiert. Das ist. Das ist kaum tragbar, würde ich mal so sagen. Man müsste hier eigentlich schneiden. Müsste man wohl. Die Frage ist, werde ich diesen Fleiß aufbringen, dies zu tun? Stell dich da. Erstmal nicht. Auf Feldposten. Scheiße. Ach, egal. Immer wachsam, Kommandant. Die andere Position war eindeutig deutlich besser. Verstanden. Ich habe alles im Blick. Aber naja. Also eins von Auf den Ehens ist jetzt Ziel. wieder da Was soll draußen. das? Ich müsste mich jetzt irgendwie. Vielleicht sollte ich sogar mich hier lang so versuchen, da ran zu schleichen. Wenn er jetzt ein Alien sieht. Ja. Könnte eins auf Overwatch sein? Ich glaube nicht. Das heißt, er könnte relativ sicher hier hingehen. Doch, ich auch. Feldposten, verstanden. Das ist doch kein französischer Name, Mann. Jonas Beckers. Wo steckt ihr? Sie sind genauso feige Schweine wie ich. Und das führt halt genau dazu, zu diesem, was wir jetzt hier sehen. Das gehört. Ein zu vorsichtiges Hin und Her. Also zu vorsichtig ist jetzt natürlich, also die Aliens sind zu vorsichtig, sag ich jetzt mal. Ich nicht, weil ich muss ja so vorsichtig sein, weil ich habe ja nur so wenig Leute. Und jeder neue kostet mich teuer Paragraphen. Unsere Ja. Messwerte können nicht Das stimmen. war nicht sehr Wahnsinn! clever. Ist das eine Lebensform aus fast reiner Andererseits Energie? ist das jetzt auch nicht so tragisch, weil er natürlich noch seinen zweiten Halbzug hat, um sich jetzt wieder sonst wohin zurückzuziehen. Die anderen können sonst wohin, damit meine ich genau hierhin, wo es eigentlich keine Sichtlinie geben dürfte. So, er geht natürlich hier Ich an habe alles Overwatch. im Blick. Aber das ist natürlich jetzt schön, weil jetzt auch mal was passieren durfte. Er geht hier auf Overwatch Verstanden. und der da hinten, der kann vielleicht sogar das Ehen flankieren. Um solch einen Aufprall bei dieser Geschwindigkeit zu müssen die Materialien, aus denen die Hülle dieses Kann er Raumschiffs besteht, nicht. um ein Vielfaches widerstandsfähiger Aber sein was er als machen alles, was wir kann, kennen. ist sich hinzuknien in der Hoffnung, dass das Alien, wie gesagt, halt versuchen wird, ihn zu flankieren. Dabei halt durch das Feuerlöffel. Oh, er trifft sehr schön. Zwei Schaden. Könnte mehr sein, egal. Zwei Schaden, zwei Schaden. Er trifft nicht. Das ist natürlich nicht gut. Kann das Alien flankieren? Oh, es macht zwei Züge. Damit flankiert es zwar, ist aber seinerseits natürlich selber flankiert. Ist jetzt aus Sicht des Ehens nicht gerade der klügste Move gewesen, den es machen konnte. Ich meine, das Ehen weiß natürlich, dass da noch andere Ehens in der Nähe sind, aber mal gucken, wo wäre er flankiert? Hier wäre er flankiert. Er ist ja schon hier flankiert, aber dann habe ich halt keine Deckung, falls was schief geht. Halt, für einen Notfall habe ich noch eine Granate. Das heißt, ich muss da jetzt nichts riskieren. Er geht. Ne, warte mal. Hier. Er hat das mit Abstand geringste Risiko. Hier wäre das Ehen auch. Das wäre auf jeden Fall flankiert. Das ist sogar flankiert von da, wo er steht. Ja, natürlich nur 55% Trefferchance, weil er halt noch nicht so gut zielen kann, der Kleine. So. Dann geht er hier hin. Jetzt ist das Ehen richtig schön flankiert.
74% Trefferchance. Das sollte. Jawohl, Alien tot, keine Granate dafür gebraucht. Mit dem erledigt, der es am sichersten hatte. Und jetzt geht's natürlich weiter mit meinen zwei lustigen Sektoiden. Jetzt hat sich die Musik beruhigt erstmal. Ja. Dann. Wo steckt ihr? Erstmal hier wieder alles schön ordentlich. Wir werden dann erstmal nachladen mit den Leuten, die nicht mehr so viel Munition haben, und das ist jetzt namentlich der hier, der Paul. Oh, plus, das heißt, möglicherweise bedeutet das, dass er ein Level abkriegen würde. Das ist zumindest jetzt mal so eine Theorie, die ich gerade aufgestellt habe, die wahrscheinlich sogar wahr ist, weil wofür soll dieses Plus auch sonst gut sein? Die anderen haben das nicht. So. Also, ich denke, dadurch, dass er hier nichts sieht, kann es auch keinen geben, der hier einen Overwatch drauf hat, wenn er jetzt hier mal kurz um die Ecke guckt. Das scheint die Hauptenergiequelle des Raumschiffs zu sein. Das Alien versteckt sich direkt neben der Hauptenergiequelle des Raumschiffs, von der man sich nur vage vorstellen kann, ein Schiff dieser Größe aufzuhalten oder so anzutreiben, weil das Teil ja auch extrem explosiv sein könnte. Um das mal so zu sagen. Der geht wieder um die Ecke, und zwar hier hin. So, was ich natürlich jetzt möchte, ist, dass das Alien sich durch meine Schusslinie bewegt. In der Hoffnung, den Mann da zu flankieren. Weil er sich vielleicht denken kann, dass er dort ist. So, die sichern hier mal ab. Der andere hat ja nachgeladen. Aha, da hinten ist noch ein Alien. Was ich, also das UFO möchte ich erstmal lieber killen. Er wird jetzt auch hier wieder richtig schön spotten. Hier will ich hin, da. Und er wird dann zusammen mit dem... Ist der da eigentlich so gut gedeckt? Nein, der ist eigentlich gar nicht gut gedeckt. Was macht der dann da? Der soll auch hier hoch am besten. Geht aber erstmal hier hin. Hier hin und hier auch, auf dass das Elend mal in mein Sichtfeld laufen möge. Und hier hin. Der sportet hier rüber. Sportet hier hin. Es ist zwar kleines Risiko dabei, aber mittlerweile sage ich mir, die Aliens, die sind solche, das sind solche feigen Schisser, echt mal, ohne Scheiß. Ich meine, ich bewege mich ja wenigstens noch, ja. Aber die Aliens, die campen jetzt da. Was natürlich jetzt gut wäre, wäre schön, mal in das UFO gucken zu können. Ja, so etwa. Wenn man jetzt hier von hinten so reinkommt, hier stand der vorhin, dann wäre das eine schöne Flanke, und das ist ja genau das Ziel von ihm hier. Warum steht da keiner? Stand da nicht eben noch wer? Ruhig auch mal spotten, weil wenn man weiß, da nichts ist, dann spart man ein bisschen Zeit. Und Zeit ist eine der Ressourcen, von denen ich jetzt schon einiges hier verbraucht habe.